Ja, und damit Tachchen, Hasenbären. Hallo zu einer neuen Runde GTA Online, heute mit dem guten... Hallo. ...dem Spielbär. Moinsen. Und dem Dr. Wiesel Gaming, und der Spielbär steht hier schon rum. Schönen guten Tag. Alter Pedobär, du. Ja. Ja, wir haben heute uns vorgenommen, eine Heist-Mission zu machen, genauer gesagt den Heist Nummer 4. Und ja, Spielbär verprügelt mal die Leute. Ja, leider muss ich streamen. Ich habe, wie gesagt, wie ihr wisst, wahrscheinlich keine bessere Internetleitung. Also ist heute keiner da mit einer besseren. Darum gibt's heute Minecraft GTA. Und als erstes werden wir uns, glaube ich, mal ausrüsten, oder? Ja, ich nehme das Spielbär mal mit. Ja, genau, nicht mit. Ich versuch's jetzt. Doch mal. Er ist runtergefallen. Ich glaube, ich steig lieber hinten eins, bequemer. Okay. Bisschen stickiger, aber bequemer. Du mir einsteigen willst? Ach, das Risiko gehe ich mal ein. Ich dachte, der Panzer ist ein Einsitzer. Ich hab keinen Panzer. Kuruma. So, gehen wir mal einkaufen. Ja, warum hat sich's verzögert? Weil ein GTA-Update gekommen ist. Genau jetzt natürlich. Erinnert ein bisschen an ETS-Multiplayer. Ja, und natürlich, yeah. Gigabyte runterladen mussten. Das hat uns in Zeitplänen ein bisschen durcheinander gebracht. Aber es gab eine neue Waffe, ich suche die gerade mal. Da! Die Einsatz-PDW ist gekauft. Kaufen wir gleich mal alles. Taktisches Licht, Griff, Tiefenrohr. Und natürlich in Gold. Ich bin ein Styler. So. You've racked up some more ammunition. Kaufen wir noch ein bisschen Westen. Ja, ich wollte ja eh was nachschauen, welche Waffe ich als nächstes kriege. Ich bin hier fast Level 90. Okay, die große Sniper. Sehr schön. Thanks for stopping by, Ammunition. Genau. So, der Video Gaming ist auch hier. Warten wir auf den guten. Ich glaube aber, Spielbär, den musst du einladen. Okay, ah ja, stimmt. Den muss ich einladen, genau. Warte. Ich bin noch beim Kaufen. Da ist er. Das ist die neue Gefechts-. Dann laden wir den mal ein. Schaut ein bisschen aus wie eine Mischung aus UMP45 und MP5. Ganz leicht. Ja, ich hänge gerade auch noch so ein bisschen in diesem verbindenden Bildschirm. Guten taucht bei mir hier in dieser Liste, Ingame-Liste, gar nicht auf. Guten? Ja, kann daran liegen, dass ich gerade noch hier online wird geladen, hängen. Achso, nee, ja. Aber auch allgemein bei den Offline-Leuten tauchst du bei mir auch nicht auf. Mir ist schon wieder Geld verschwunden. Geld verschwunden? Guck mal auf mein Konto. Nee, fast 4 Millionen, das hatte ich vorher auch. Ich kauf mal noch schnell eine Weste. Ich bin jetzt auf 16.000 runter und alle, ich weiß nicht warum. Du kannst eine Weste tragen und drei Westen bei dir mitführen. Ja, ich habe alle, ich habe drei von drei. Genau, das M-Menü, ich glaube, wie war das? Moment, mal gucken. Inventar Panzerung, kannst du die nämlich dann anlegen. Wow, ich habe sogar 6 schwere Rüstungen dabei. Alter Schwede. Und das ist echt, wichtig. Gibt auch irgendwie neue Karren und sowas. Ganz teure Autos. Und jetzt alles eingeführt. Das ist das ganz neue DLC. Ich guck mal durch, was hier so drin ist. Das sind die neuen hier. Alter Schwede. Ein Pegasi Osiris kostet fast 2 Mille. Nice Model, Benefactor Sterling. Das schaut aus wie ein James Bond Auto. Der kostet 1 Mille. Albania Vigiro, ja, 200.000 und ein... Boah, der schaut geil aus. Der schaut aus wie ein Bentley für so 900.000. Ja, ein neuer Bentley und ein Pagani kam, glaube ich. Die hab ich zumindest so als Bild schon gesehen. Aber das eine schaut aus wie so ein alter Bondwagen. So, die Autos sind aber auch neu. Wow, da sind schon ein paar nice coole Autos dabei. Echt sagen. Und wir haben nochmal die Tastenkombination für dieses Interface hier zum Leute enden und so. POS 1 war das, glaube ich. Ja. Exklusive Ware. Ah, genau. Ah, jetzt haben sie exklusive und neue Ware getrennt. Es gibt ein neues Auto mit so 4 Rädern hin. Cool. Ein neues Auto mit 4 Rädern? Ja, unter Warstock. Ich weiß nicht, so eine Art Monster Truck. So, jetzt müsste ich dich eigentlich haben. Okay, warte kurz, ich guck nochmal nach. Ah, Kuruma gepanzert, mein Liebling. Oh, Kuruma haben sie verteuert, 25.000. Also eine Anfrage habe ich von dir jetzt nicht hier drin. Du warst doch hier, Big MacGyver bin ich. Ja, genau. Ja. Da hattest du noch eine Anfrage beim letzten Stream mir gesendet und die hatte ich gerade einfach angenommen. Ach so, okay.
Nee, da, dann muss das eigentlich, warte, dann muss das eigentlich klappen. Moment, dann lade ich dich ein. Ich guck mal gerade noch ein bisschen mit den Leuten Flugzeug. Da ist er, guten. Sowas. Gibt's da einen? Wow, es gibt... Ich hab dich eingeladen. Es gibt den Airwolf-Helikopter in Gold für 5 Millionen. Alter, was? 5 Millionen? 5 Millionen, der goldene Helikopter. Kann das sein, dass das mittlerweile das teuerste ist, was man sich kaufen kann? Nein, das ist der Luxus-Privatjet für 10 Millionen. 10 Millionen? Und der kann nicht mal schießen oder was? Vergoldeter Privatjet. Also ich sag mal so, ich hab 1.000 auf dem Konto. Naja, du kommst ja heute zu Geld. Kohle. Ich habe jetzt ungefähr 2 Monate jeden Tag die Tageszielmission gemacht. Ich habe 4 Mille. Der Plan ist ja, dass wir heute alle ein bisschen Geld bekommen, auf jeden Fall. Genau, das ist ja der Sinn vom Heist. So, wir warten immer noch auf Guden. Ja. Oh, ein gelber Kuruma. Ich habe dich eingeladen. Ja, okay, alles klar. Komm da, komm her, Zivi. Genau, leg dich auf die Motorhaube. Ah, verdammt. Bam. Verstehen du. Etwas probieren. Achtung. Nicht nachmachen, Kinder, das gibt Blutflecken. Jetzt bin ich gespannt. Verdammt, ich rutsch runter. Mit dem Typen. Geht doch nicht. Muss noch mal der eben Typ liegt bei dir woanders, glaube ich, als bei mir. Also bei mir liegt er genau unter meinem Auto. Bei mir liegt er neben der Palme da. Wagenheber. Das ist wie ein Wagenheber, der Kerl. Aua. Ja, das ist tot. Aber ich sehe, was du vorhast, auf jeden Fall. Es geht nicht, ich rutsche immer runter. Der ist zu wabbelig. Der ist zu wabbelig. Oh, eigentlich habe ich noch wabbelig, Position. Ich hab's im Auto und dran. Mach es weg, mach es weg, mach es weg. Das ist schon dünner. Weg da. Nochmal, ey. Hey. Ups, hier am Stern. Stab doch mal! Ohne geht's bei dir nicht, oder? Werd schon die Cops los. Ah ja. Quatsch, wir müssen ja zu meinem Haus. Weg da! Warte, ich werd mal schnell die Cops los. Lester, rette mich! Da vorne kommen die Cops. Ah, okay, gut. Cops sind schon weg. Oh, da sind sie. Hallo, Herr Officer. Hier ist nichts passiert. Fahren Sie wieder weg. Genau, der Donut ruft. So. Everything is watching on guten. Ich lasse den Burschen auf. Irgendwie traue ich meinen Munitionsberät nicht so ganz, weil ich treffe eh nichts. Und dann brauche ich jetzt. Du kannst eh für jede Reise kannst du neue Muni kaufen. Also so ist es eh nicht. Schöner Donut. Aber jetzt stehe ich eh vorm Wappen da. Wir treffen uns alle mal bei meinem Gebäude, also wir müssen sowieso rein, um einen Heist anzunehmen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo du wohnst. Ja, da wo die zwei Kreise davor rumfahren. Wir sind direkt vor meinem Häuschen. Ach so. Octox wohnt direkt neben dem Waffenladen. Erinnere ich dich an Harald, also ich hab wenigstens Orientierungssinn, also ganz verpeilt bin ich nicht. Ich habe auch eine sehr gute Aufmerksamkeitsspanne. Oh, da schau mal, da ein Hase. Ja. Der hupt die ganze Zeit. Warte mal, muss ich mal ändern. Hör auf zu hupen. Ja. Ich glaube, wir haben schon wieder Cops. Irgendwer hat schon wieder Cops. Ja, nee, ich glaube, es ist der Rettungswagen. Ach so. Aber nur der Krankenwagen. Ja, wir nieten im Heist alles um. Ich bin immer gespannt, was da kommt, weil die letzten waren doch ganz schön knackig. Also, da gab es eine Sniper-Mission im letzten, die ist übelst schwer gewesen. Da musstest du echt simultan schießen. Das könnte sehr interessant werden. Also, ich war immer derjenige, wo ich das mit Kumpels gespielt habe, der es immer verkackt hat, irgendwie noch zum Schluss. Ach, super. Okay. Also, das ist diesmal meine Aufgabe, dass das lustig scheitert. Und wo ich ist denn der Gaming? Einfach durch der sitzt halt neben dir auf dem Beifahrersitz. Also. Nee, wir warten immer noch auf den Guten. Ja, ich mache mich gerade auf den Weg zu deinem Gebäude. Achso, geil. Wir können hier schon mal reingehen, dann können wir noch was... Okay, nichts trinken. Ja, es gibt keinen Alkohol. Ich könnte noch mal in der Bon ziehen, damit ich gut vorbereitet bin. Ah, du bist der rote Punkt, ne? Genau, wir sind alle auf dem gleichen Punkt. Komm einfach zu dem Haus, ich lasse dich dann rein.
Nehmen wir meine Garage. Mhm. Ja. Da hat einer einen Fuhrpark hier. Der ist selten. Der ist einfach zum Spaß. Und der Sabre hier ist selten. Das ist eigentlich meine Lieblingskarre. Den muss ich anrufen und ausparken lassen. Hat keinen Platz in der Garage. Fahren ja schlechter als Rocktop. Ey, warte mal. Nein, das war... Sie fahren ja schlechter als Rocktop im ATS 2 Multiplayer. Das war der Spruch. Und welch man leider nie gehört hat, war irgendwie... Sollte eigentlich so Begrüßungsspruch sein, es hat irgendeinen Grund nicht funktioniert, wegen doofen Omsi. Sollte dann ein Typ sagen, wenn er in den Bus reinkommt, ey, Herr Busfahrer, ich will Sie nicht beunruhigen, aber auf dem Dach sitzt ein Typ mit einem Messer. Irgendwie ist mein Charakter zu doof, den Aufzug zu benutzen. Packt der Spielbär heute wieder seinen Kampfheli aus, fragt also der Razer. Bin ich jetzt da, wo der Punkt ist, aber das ist kein Haus. Ich weiß nicht, mal gucken, wenn sie es anbietet, ja, den so Kampfheli zu Kasten, benutzen. Schwarzer Kasten. Ich glaube nur der den noch? Heißt eröffnet, muss auch in den Raum. Ja, das geht aber schneller, weil wir hier nicht der Vorteil ist, wenn wir alle in der Wohnung sind und alle in den Heistraum rein und ich den starte, muss ich euch nicht einladen, ihr müsst nicht joinen, weil von Anfang dabei seid. Wir sparen uns Zeit. Und es sieht cooler aus, wenn wir alle gemeinsam reingehen. Genau. Warten wir noch auf den Guten. Warte mal, sag mir am besten einfach, wo dein Haus ist, die Karte verwirrt mich gerade. In der Nähe vom Santa Monica Pier. Also an der Küste. Naja, du müsstest doch eigentlich auf der Karte uns sehen, da müsste so ein weißes Haus irgendwo sein. So ein Haussymbol. Das bedeutet, dass da ein Spieler drin ist, das müssten wir sein. Das ist mir hier alles zu anstrengend, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Alkohol. Ich habe ganz viele weiße Punkte, die sich bewegen, das sind doch auch Spieler, ne? Dann bist du aber nicht, drück mal Y. Du bist nämlich gar nicht bei uns in der Lobby. Hm? Bist nicht bei uns drin, wir sind so dritt hier. Ah, gut. Komisch, warte, soll ich dich nochmal einladen? Jetzt machen wir halt jetzt über den Heist-Modus. Geht ihr bitte beide mal in den Heist-Raum rein und hört auf euch hier mit Zuchtmittel voll zu stoppen. Ich wollte mich nur ein bisschen vorbereiten. Ja, ein bisschen Whisky. Ganz langsam. Karotten essen. Kannst du mich vielleicht nochmal einladen? Okay. Nee, warte, wir laden dich da über den Heist ein. Das oder so. Einfacher. Dann so. So, jetzt kommt mal rein, ihr zwei. Rein in die gute Stube. So, jetzt muss ich hier mal Geld blechen, um den... Ja, 40.000, ey. Der Spaß schon wieder. So, setzt er sich hin und fängt wieder an. Das sparen wir uns halt alles normalerweise, weil dann... Er schaut Fernsehen. Geil. So, jetzt Notfall kaufen. Einstellung bestätigen. Meine Freunde. Freundesliste. Denn ich hab den Guten natürlich nicht auf der Freundesliste. Ja gut. Warte mal, ich kann auch Spieler einladen, oder? Lad du mal ihn ein, bitte, ja. Meine Freunde. Freunde, die GTA 5 spielen. Jetzt hast du alle eingeladen. Oh, scheiße. Naja, okay, ja, die anderen werden ja wohl... Warte mal, kann ich das abbrechen? Nein. Ach Mann. Gut muss nur schnellste sein. Ja, ist gerade gut. Ich war nämlich so schnell, dass ich jetzt von irgendjemand eingeladen wurde und den angenommen habe. Aber... Ah, oh, muss schon lesen, Guten. Ja, GTA ist doch für uns alle Neuland. Naja, für mich nicht. Ich bin auch Level 86. Ich bin ja schon alter Opa in GTA. Also ich bin gefühlt Level 1. So, guten dritten Teil, Level 9. Ich habe bis jetzt immer nur Autos geklaut, die mir gefallen haben. Oh, guck mal, dass du kein Geld hast. Und ich spiele GTA nur mit euch im Multiplayer. So, jetzt können wir loslegen. Sind alle da. Alle Munition und Ausrüstung gekauft. Die Zuschauer merken schon, dieser Skill, der sie hier zusammenkommt, ja, bei diesen Heist-Missionen, das wird bestimmt sehr lustig. Ich denke mir schon, ich werde wahrscheinlich alles wie ich machen müssen. So, ich starte jetzt mal. Ja, kauf einfach Munition. Ja, habe ich schon. Gut, nimmst deine Waffen, die du hast. So, legen jetzt los. Ach, hey. Jungs, ich krieg Kopfschmerzen noch, ey. Ich hab schon Kopfschmerzen. Wir haben jetzt nicht mal mehr 2 Stunden, um das zu schaffen. Ich hoffe, wir schaffen den ganzen Heist. So. Ich glaube, ich habe einmal eine andere Frisur.
Jetzt, wo ich gerade durch die Tür komme. Ja. Jetzt, wo wir gerade alle hier reinkommen. Alter, was hast du für ein schieres Tattoo? Wer kommt jetzt? Lester? Hi there! Oh, doch nicht Lester. Trevor. Come welcome. Oh nein. So glad you could make it. Now let's go. Ah, now haven't we met already, huh? Have you met Ron? Das sieht ja richtig nach Randall aus. Why, either way, it doesn't matter. Congratulations! Huh? You all now have jobs in a startup. This is it! Trevor Phillips Industries! Welcome aboard. Welcome aboard. I am not a drug dealer. I am not a pusher. Yeah, we're locavores, huh? Recyclers! Yeah, we think very green. We take the drugs that already exist in America and we add value to their supply chain. And that is what all of you will be doing. Now, first off, Ron, we will be borrowing a couple bricks of cocaine from some juiced up frat boy. Dieser Typ. Then we are gonna beat the Vagos to their supply of Molly pills. Now our guys do pick up and trash. Warum muss es eigentlich um Drogen gehen? Können wir nicht mal einen Blumentransporter überfallen? Unser Liebhaben, so wie Doc das immer fordert. The backyard of the lost MCs. Oh, and then we're gonna take their meds that they've stashed. Lass uns das Ganze auch mal waffenlos versuchen. Ja, genau. Als Pazifist. Lass dich mit das am besten mitkriegen. Or we could get the pills, the meds, the cocaine. Ah, fucking whatever! You're gonna get it! You're gonna bring it to Ron! And then we're gonna fucking get moving! Jetzt fehlt nur mal, dass sich irgendwie Trevor irgendwo an der Wand stellt und den Kopf dagegen haut. Hat er auch so gerne. Ja, jetzt muss man auswählen, was machen wir als erstes. Wir müssen Kokain klauen, wir müssen mit dem Müllwagen irgendwas klauen und wir müssen den Bikern was klauen. Als erstes. Wir müssen alle fünf durchmachen. Also die ersten, diese fünf Missionen sind quasi die Vorbereitung und dann kommt die Hauptmission. Müllwagen, 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 Müllwagen. Ja, Müllwagen. Ja, Müllwagen ist gut, das ist, klingt wertvoll. Ich würde das gerne auch schwer stellen, weil da kriegen wir mehr Geld und mehr RP, aber ich denke mal, das würden wir nicht schaffen, oder? Versuch's doch mal. Versuchen wir es einfach, genau. Generell gilt, bitte benutzt eure Kurumas, wenn ihr sie habt, die sind wertvoll. Gut, alle bereit? Jo. Jo. Versuchen wir. Macht klug. Genau. Oh Gott, ich bin Abholer. Müllfahrer. Darf ich nicht auch Müllfahrer sein? Ah, du kannst ja auch Outfits noch ändern. Ach, ich gehe so, wie ich bin. Ich will Müllwagenfahrer sein. Oh Mann. Ja, ich habe die Auswahl zwischen Pulli oder T-Shirt. Guten, also du musst nur Guten bereit machen. Ja. Warte mal. Mach bereit. Guten stylt sich erst noch. Ja. Ich würde eine andere Zoom machen, aber Wiesel, dein Tattoo, das ist echt... Das sieht ein bisschen aus wie diese Katzenberger, Katzendings. Das ist schon was Besonderes. Ja. Nicht schön, aber selten. Alle warten. Ja. Besondere alle warten Kinder auf gehen auf besondere Schulen. Guten. Ja, ich habe doch bestätigt. Bei mir steht aber nur nicht, du bist nicht bereit. Ich bin bereit, steht bei dir. Schau nochmal nach. Ah. Ja. Geht ja schon mal gut los.